Servusle, meine Lieben, und herzlich willkommen zu einer gemütlichen Runde Smalland mit Voucher, mit Alderle, mit Spinny und mit euch. Schön, dass ihr da seid. Ich habe mir nochmal Gedanken gemacht bezüglich, was will ich denn jetzt eigentlich, rüstungstechnisch, waffentechnisch. Also bei den Waffen will ich mich eigentlich nicht einschränken. Ich hätte einmal gerne so einen großen, fetten Eisenhammer, den Morgenstern probiert, die Sense und so weiter. Wir brauchen hier allerdings super viel Eisenbarren. Und was wir jetzt schon gelernt haben aus den Versuchen gestern, wir brauchen für Eisenbarren Eisensplitter, und zwar 5 Stück. Holzkohle ist immer kein Problem. Ja, Holzgefarmt ist gleich. Die Scrap Metal wissen wir jetzt auch, also die Eisensplitter, wo wir die herbekommen. Nur die Rüstung, ich hatte ja überlegt, eine der beiden Rüstungen hätte ich ja gerne von unserem neuen Kollege. Und die eine braucht eben auch Metall. Und deswegen habe ich mir überlegt, bevor ich mir jetzt einen riesen Haufen Metall farmen muss, gönne ich mir hier die Knochenrüstung. Ich habe das auch schon so weit vorbereitet, also mal alles zusammengegruschelt, was wir schon haben. Das wäre hier das, was hier drin ist. Uns fehlen noch 3 Ameisenköpfe und jetzt kommt der Knüller: 40, 41 schwere Chitin. Wir wissen auch, wir können schweres Chitin herstellen, aber du brauchst 10 Chitin für ein schweres. Das zu farmen ist noch aufwendiger. Ich würde sagen, wir schlafen jetzt, dann begeben wir uns in die Hölle des Löwen und versuchen, die Kakerlaken zu machen. Das sind die Insekten, die ich bis jetzt hier im Spiel getroffen habe, wo ich weiß, dass ich am meisten Chitin bekomme. Ja, die Hornissen machen wir natürlich dann auch mit und dann gucken wir mal, was wir am Ende des Farmtages heute zusammengekriegt haben. So, jetzt esse ich das mal, auch wenn es eigentlich ein Wärmeschutzding war. Ich muss nur gucken, dass wir einigermaßen ausgerüstet sind. Spinny bleibt natürlich hier. Ich muss nochmal checken, ob ich mich repariert habe, aber ich glaube ja. Ich glaube, repariert sind wir auch. Reparage, Zimmer. Jetzt will ich mal ganz kurz gucken. Hier habe ich dann schon mal die, jo, hier habe ich die ersten Ressourcen weggelegt für die erste Waffe, aber da haben wir noch nicht allzu viel. So, wir sind unterwegs. Den Bauhammer werden wir jetzt unterwegs nicht brauchen. Wir haben den Steinhammer mit 16, 18 und hier haben wir 10, 16. Also der ist nicht wirklich viel besser, weil ich gucke nämlich jetzt gleich mal, dass ich die Sachen hier lasse, die wir jetzt gar nicht benutzen. Den Kolben werden wir benutzen, da bin ich überzeugt davon. Zum Abbauen und Farmen die Sachen nehme ich alle mit. Der Chitinspeer, den könnten wir eventuell heute mal in Einsatz nehmen gegen die Hornissen. Und was uns auch noch fehlt, wo ich mittlerweile überzeugt bin davon, dass der eben auch sehr viel Chitin bringt, ist dieser eine extreme Käfer, wenn er euch erinnert. Ich würde einfach sagen, wir fliegen zu Nock und von Nock aus machen wir hier das Gebiet, auch wenn wir da eigentlich erst mit der guten Rüstung hin sollen. Aber ich bin mir jetzt nicht sicher, haben wir beim Myrmek? Wir können erst zu Myrmek fliegen. Wir fliegen zu Myrmek und dann halten wir uns von ihm aus westlich. Ja? Da ist ja gleich hier unten der Gute. Gehen wir jetzt zu ihm rüber und dann gehen wir hier Richtung Black Hornet. Da machen wir jetzt mal die Markierung so. Bei ihm sind wir ja jetzt gleich. Und dann gucken wir mal, ob wir auf dem Pfad was kriegen. Ich nehme an, da hinten auf diesen großen Steinplatten, da werden wir schon happy werden. Pass mal auf, ich lande mal hier oben. Da drauf. Wie gesagt, kann sein, dass wir heute das ein oder andere Mal vielleicht auch drauf gehen. Aber auch die Rüstung, ich habe sie nochmal verglichen, ja. Ist jetzt nicht so, dass ich jetzt aus Eisenmangel oder so. Die ist einfach vom Schutz und vom Kälteschutz auch viel besser. So, guck mal, ich glaube, die waren hier. So, was wir auch brauchen, wäre noch ein bisschen Nektar. Schon alleine, weil wir ja irgendwann auch die nächsthöheren Bosse machen wollen. Das sollte man dann ein bisschen Nektar haben für Heiltränke. Das ist aber ein Dings, ein Gerberbock. Da hinten. Ich glaube, wir sind schon auf dem richtigen Weg. Das geht jetzt schneller, als ich es lieb habe. Dann sind sie plötzlich da. Tralala. Hier ist das schon mal Hornissle. Ich meine, es fängt doch alles immer mit dem ersten schweren Chitin an, oder? Ich sag's mal so, ja. Mal gucken, dass mir jetzt kein Kakerlake hier von hinten anfällt. Schalalali. So, jetzt hast du den Bogen natürlich weggelegt. Der wäre zum Pullen schon gar nicht so schlecht gewesen. Und einmal durchs Gebüsch. Und getroffen. So, ich nehme mal den Speer und gucken wir mal, wie weit man mit dem Ding kommt. Ja. Ist gar nicht schlecht, aber ich habe ja ein paar Heilpflaster gebaut. Die können wir verbrauchen. Und guck mal, hier haben wir unser erstes Chitinle. Chitin ist unser, sprach der Sprunzer, wer auch immer der Sprunzer ist. Chitin ist kein Mist. Das heißt aber, euch müsst 41 auch nicht mal.
Dachte gerade, ich habe was entdeckt. Ja, du, da kannst du aber rein, ne? Wollen wir mal gucken, ob wir da irgendwie reinkommen? Vielleicht von der anderen Seite? Da ist eine. Die mache ich aber mit dem Kolben, ne? Stumpfer Schaden. Ja, gut, das ist der beste Kolben, den ich aktuell habe. Wo bist denn du jetzt hin? Stückle. Wir brauchen dein Chitin. Im Idealfall. Oh Jesus. Ist das ein Lappen? Ich vergesse jedes Mal. Oh schön, die will, dass ich die Rüstung kriege. Stell dir vor, wie wir die farmen könnten mit einem guten Kolben. Ein schweres nur? Ne, da waren noch mal welche. Ja du, aber guck mal, jetzt haben wir schon 4 Stück. Ich weiß, ich weiß. Jetzt muss ich noch mal gucken, weil das könnte ich nämlich dann auch gleich mitnehmen. Hey, oder machen wir uns heute einen gemütlichen? Die brauche ich im Moment nicht. Auf geht's. Weil dann haben wir schon jetzt auf jeden Fall doppelte Farmrunde. Wir farmen für die Rüssi. Und hier haben wir schon mal Material für die erste große Eisenwaffe dann. Ja, da hole ich mir den schweren Hammer wahrscheinlich. Ich spiele doch so gerne mit so einem Zweihandhammer. Das wäre schon meins. So, im Moment. Ist alles gut. Sehe ich das richtig, dass ich augenblicklich nicht die Kampfaxt benötige? Dann könnte man nämlich das hier so drauf machen. Dann kann ich nämlich immer gleich pullen. Und hier hinten, deswegen habe ich es eigentlich jetzt gemacht. Dann kann ich nämlich auch ein bisschen Zeugs gleich mitnehmen, weil ich habe die Fasern alle verbraucht, weißt du? Für die Heilpflaster und so und für die Stoffstückchen, für die Rüssi. Nehmen wir gleich die Setzlinge mit. Kriege ich Fasern wieder, ein bisschen Harz. Jetzt gucke ich natürlich hier, da oben ist wieder eine. Und da hinten sind dann auch gleich Hornissen. Das heißt, da werden wir erstmal ins Nest stechen. Ich habe das dumme Gefühl, wenn das Wetter jetzt nicht irgendwie doof tut und wir einigermaßen dranbleiben, dann kriegen wir das heute fast komplett gefarmt. Ich pulse mal. Vielleicht macht ihr ja der Stich auch was aus. Ist gar nicht so schlecht, ne? Ja, komm rüber. Jo, guck mal, mit 2 Pfeilen angepult haben wir sie schon zur Hälfte tot, ne? Gut, ich weiß, dass ich mehr ausweichen könnte, aber ich bin eher so der Dransteher. Mein Ausdauermanagement ist einfach nicht so geil. Da oben wäre ein Ameisenkopf, da braucht man nämlich auch noch welche. Also so funktioniert es aber hier in der Gegend, weißt du? Einfach easy peasy. Nur nicht stressen, sag ich mal. So, bei dir habe ich jetzt natürlich die falsche Waffe, glaube ich. Aber du bist ja eher ein kleiner Feind. Ja, die droppen nicht immer einen Ameisenkopf. Wenn du ihn zerschmetterst, wahrscheinlich nicht. Hallo? Oh ja, hier liegt alles voll mit dem Metal-Zeug. Ist das super? Also wenn du schwere Schläge machst, ist es von der Ausdauer einfach eine Unglücksschicht da. So, ich nehme einen Billigheimer. Das nehme ich auch gleich mit. Also Leute, heute kommen wir unseren Zielen, neue Waffen zu bekommen, näher. Wir kommen unseren Zielen näher, die Rüstung zu bekommen. Alles gut. Da hinten wäre dann das Hornessen. Also ich glaube, ich bin jetzt auch recht nah an der... Boah, probier mal die mit dem hier. Okay, das geht. Ist halt nicht die beste Waffe gegen die, ne? Trotzdem kriegt man sie platt. Ja, das nehme ich natürlich trotzdem mit. Auch wenn sie mich ein kleines bisschen nerven, die Jungs. Altmetall. Nehme ich mit, was ich kriegen kann heute. Da nehme ich heute mal mit, was ich kriegen kann. Morgen, wenn wir zum Ausgleich dann ein bisschen an der Butze schrauben. Und, wenn es uns heute reicht, natürlich entsprechend das bauen, was wir rauskriegen aus dem Matz, die wir heute besorgen. So als kleine Belohnung dann. Hinten sehe ich, glaube ich, schon Loot auf dem Boden rumliegen. Können wir gucken mal eben. Ja, die haben sehr, sehr viel Scrap Metal.
Ich muss nur aufpassen, dass ich jetzt nicht der schwarzen Hornisse da irgendwie schon zuvorkomme. Die will ich mir eigentlich aufsparen, bis ich soweit bin. Ist der Hammer, wie viel Altmetall wir hier zusammenkriegen. Das ist cool. Sieht es für euch auch so aus, als wäre es ein Stein? Ne? Da drin ist die bestimmt, Leute. Wollen wir mal einen Blick riskieren? Wollen wir es uns mal angucken wenigstens? Ich meine, gucken. Naja, ich nehme an, da müsste man es noch richtig rankämpfen dann. Ja, die ist irgendwo hier um diesen Bau rum. Gut, und da unten hat es noch mehr Scrap Metal. Aber ich will jetzt ein bisschen primärer aufs Chitin auch gucken. Weil, guck mal, wie viel. Wir haben schon 20er Stäckle voll und das nächste schon mit 4 belegt. Das ist angenehm hier. Ein-, zweimal die Metalldinger abholen, da haben wir das. Hey, wir müssen weiter zurück, wo die Riesendinger sind. So. Ja, da hinten wird die irgendwo sein, die Granate. Gut, Kakerlaken brauchen wir noch ein paar. Ich gehe mal dahinter, da waren auch nicht zu viele Hornissen auf einem Haufen. Da hätte ich auch gleich die Chance, noch ein paar Setzlinge abzubauen. Das mache ich jetzt auch noch eben. Ameisenköpfe kriegen wir bestimmt auch. Wo genau höre ich denn jetzt hier was? Und was höre ich? Jo. Mein Ameisenkopf spricht zu mir. Tatsächlich. Oder? Ach, einen Ameisenkopf brauchen wir. Jo, aber wir können es auch nicht liegen lassen, oder? Ich meine, auf die Art und Weise haben wir natürlich keinen Zwang, weißt du? Selbst wenn es uns heute nicht reicht vom schweren Chitin, wissen wir, wir haben von allem schon mal die Hälfte rangeholt, vor allem Metall. Du weißt ja, 5 brauchst du pro Barren. Und ich glaube, 10 kostet mich schon der Hammer. Außerdem ist der Tag auch gerade ein richtiger Farmtag, wenn du mich fragst. Super angenehm. Super angenehmes Wetter. Flügel haben wir. Das Einzige, was ich eine ganze Zeit schon überlege, ich meine, da könnt ihr ja mal mitteilen, wie ihr das macht. Die Mechanik sagt ja momentan, wenn du ausloggst, einloggst, bist du an deiner Base oder halt an deinem Bett. Ne? Oder ich glaube, wenn ich jetzt hier ein Bett setze, ist das Bett der Spawnpunkt. Wer das Bett verloren, ist der Baum der Spawnpunkt. Wie auch immer, wenn man außen einloggt, landet man an diesem einen besagten Spawnpunkt. Du kannst ja, wenn du zum Beispiel in einem Bosskampf merkst, schieß, das reicht mir nicht, kannst du ja theoretisch ausloggen, einloggen und dich neu sortieren. Ne? Ich persönlich genieße diese Mechanik gerade, weil sie einfach so ist, wie sie ist und weil das okay ist. Ich bin schnell daheim. Aber eigentlich würde ich es präferieren, wenn man an der Stelle spawnt, wo man ausloggt. Weißt du, weil's dann, weil so ist es jetzt, wenn ich jetzt merke, oh scheiße, ich habe 10 Hornissen gepult, rausreiben, ist das Thema durch. Ich finde, persönlich wäre es ein bisschen kniffliger, wenn man an Orten, so wie bei Ark halt, wenn ich jetzt hier auslogge, dann lande ich auch wieder hier. Ne? Wobei ich muss ganz ehrlich sagen, die Mechanik nutze ich natürlich, so wie sie jetzt gerade ist. Kriege ich die von hier mit meinem Superbogen? Ja, wenn du es so vorhältst, kriegst du nicht nur die Hornisse, da kriegst du alles, was da hinten wohnt. Oder auch nicht. Hätte schwören können, ich hab's erwischt. Aber ich muss mal sie jetzt kurz holen. Weil ein einzelnes Chitin ist immer besser wie kein Chitin. Ich erwisch sie nicht, ne? Klemmt die jetzt so blöd in dem Gitter, oder? Jetzt hab ich sie. Probier sie mit dem Kolben. Ein Chitin droppt die grundsätzlich nur, glaube ich. Heilpflaster habe ich aufgelegt. Bis ich geheilt bin, schnappe ich mir das Scrappy hier. Meine Spitzhacke, die muss ich halt neu aufbauen, aber es macht nichts. Gut. Ein Heilpflaster. Im Moment reichen die Heilpflaster auch noch, ne? Vom Heilwert her. Und die Tiere hier, die sind ja schon ein bisschen kniffliger, wie die, wo wir bisher gemacht haben. Also von daher alles gut. Bloß ein bisschen wenig Kakerlaken sind es gerade. Ich bräuchte viel, viel mehr.
Wie viel haben wir denn jetzt Chitin? 8 Stück von 41. Ha, das ist aber nicht viel. Oh, guck mal. Auch wenn ich ihn wahrscheinlich nie brauchen werde mehr. Jetzt gehört er uns. Hier ist nichts irgendwie. Müssen wir zurück auf die Pflasterstraße, würde ich sagen, bezüglich der Kakerlaken, oder? Schauen wir mal. Ich könnte natürlich auch einfach außen einloggen. Ich nehme an, dann würden die auch respawnen, oder? Aber im Moment möchte ich mal gucken, wo die überhaupt alle sind, dass ich mal eine Farmrunde hinkriege. Wir werden bestimmt das ein oder andere Mal noch mehr schweres Chitin brauchen, ne? Wollen wir jetzt da runter und gucken? Siehst du, das habe ich vorhin schon wieder aus den Augen verloren. Aber das sind so viele von den kleinen Fliegen, ne? Die nerven dann doch noch ein bisschen. Ich gehe trotzdem mal gucken. Ich glaube aber, wir müssten von der anderen Seite rein. Ne, da ist auch ein Rohr. Ist jetzt nicht unbedingt was, was ich im Real Life machen würde, wenn ich so ein Rohr finde, dass ich da direkt mal gucke. Jetzt bin ich reingefallen. Das heißt, jetzt komme ich auch nicht mehr raus, ne? Ne, jetzt ist vorbei. Jetzt muss ich durch, Leute. Scheiße, ich glaube, das war keine gute Idee. Das ist bestimmt nicht geil. Metall sehe ich, Pilze sehe ich. Ansonsten sehe ich leider nicht viel. Doch. Kleine Arschlochfliegen und eine fette Schabe. Ich bin fackelfrei unterwegs mal wieder, ne? Die brauchst du nicht. Ja, scheiße. Aber die hole ich mir. Rausgeschmissen, mit dem ich mir die Fackel hätte bauen können. Oh ne, nicht wegglitschen, bitte. Ich trage mal eine Pflaster auf. Ich nehme noch eins. Es waren 9 Harz, ne? Pass mal auf, dann machen wir es anders. Dann sehen wir wenigstens ein bisschen was. So. Die Pilze brauche ich im Moment nicht. Da will ich mal kurz gucken, ob ich hochkomme. Und ich nehme natürlich, bis die Axt durch ist, jetzt Metall mit. Sehr interessant hier unten auf jeden Fall. Schon alleine, weil wir jetzt bei 11 hier sind schon. Auch jetzt nicht so überfüllt, ne? Also ich habe das blöde Gefühl, dass wir gerade auf die schwarze Hornisse zulaufen. Guck mal. Aber die will ich ja jetzt nicht machen. Ich will sehen, okay, aber... da hat es wieder Spinnen. Da hat es Spinnen, Leute. Da will ich jetzt nicht sein. Gott, ist das eine riesen Kanalisation. Das ist ja nochmal ein Biom für sich, ne? Jetzt machen wir die Axt klar, dann habe ich schon mal das Metall aus dem Kopf und dann gehen wir in die andere Richtung. Aber spinnen mal jetzt keine heute. Weil die droppen mir jetzt gar nicht das, was ich brauche. Wir können nur mal oben da kurz reinlinsen, ob da auch Spinnen wären. Ja, ist mir egal, dann machen wir halt eine Runde mehr. Und dann habe ich aber alles gleichzeitig, ne? Weil das Metall ist ja jetzt schon gerade ergiebig. Der mit seinem Update hier. Ne? Die kann ich rausschmeißen. Von denen haben wir super viel daheim. Da haben wir super viel, da haben wir super viel und da haben wir super viel. Die lasse ich auch, die kann ich dann nachfahren. Dass wir noch ein bisschen. Dass wir noch ein bisschen Material zusammenkriegen. Gut, das dauert jetzt zu lang. Einmal kurz hier reinglinst. Also hier könntest. Ach, guck mal hier. Kollege, Heilpflaster. Bo.
Bogen? Oder ist das ein Krebs? Nee, ist auch eine Kaga. Eine Alake. Kostet saumäßig viele Pfeile, aber weißt du, was ich dir sag? Einmal gefahrlos davor. Nee, es dauert mir zu lang. So, hallo. Kommst du? Okay, die ist nicht so fit. Hoffentlich hat sie Chitin dabei, schweres. Tot ist sie. Oh ne, die hat jetzt gar nichts gedroppt hier. Ist es durchgeglitscht? Scheiße. Scheiße. Das ist natürlich sehr schade. Oder habe ich es... 14 Chitin habe ich jetzt. Vielleicht habe ich es auch erwischt. Brauchen mehr. Ist ein bisschen ein Kunststück hier so zu laufen. Oh oh. Ich habe gerade ganz viele Fliegen gesehen. Ich bin mal weg. Die kam gerade nach Hause, oder? Das lasse ich alles liegen. Wir gehen da vorne nochmal gucken. Aber da habe ich auch Fliegen gesehen. Ist aber egal. Wenn wir da noch ein, zwei Kakerlaken kriegen heute, dann haben wir schon die Hälfte. Leuchtet doch was, oder? Jo, da leuchtet was. Lämpchen. Die machen super viel Schaden. Ich heile mich erstmal auf, bevor ich den nächsten pull. Ich habe aber bestimmt die falsche Waffe gegeben. Jo, guck mal. Gut, das war jetzt blöd. Ich glaube, wenn ich mit dem Bogen ein bisschen üben würde, weil du kannst ja mit der Rüstung halt aber auch schnell auf Abstand gehen, ne? Es ist nicht so, dass du jetzt gezwungen wärst, hier zu bleiben. Also ich glaube, wenn ich da nochmal richtig rangehe, ist die Fliege gar kein Thema. Jetzt sammle ich natürlich die Sachen wieder ein, die ich vorhin rausgeschmissen habe. Ist aber nicht so tragisch, weil ich kann die ja wieder raushauen. Ja, wieso sind da Lämpchen? Stein? Sagte ich gerade, ich kann Moos ernten. Ist da vielleicht ein NPC, den wir noch nicht kennen? Nee, hier ist ein Lagerfeuerle. Doch, da sitzt einer. Stachellanze. Ich habe eine Stachellanze freigeschalten. Mehr kann ich auch nicht machen bei dem. Oh, wir haben was gefunden. Habe ich die jetzt auch bekommen, die Stachellanze? Oder habe ich die nur als Rezept freigeschalten? Ich glaube, die habe ich als Rezept freigeschalten. Stachellanze. 20 bis 28 durchbohren, macht Giftschaden. Ha du. Cool, wir haben eine Waffe gefunden, uns Rezept dafür freigeschalten. Oh yeah, baby. Oh yeah. Jetzt müssen wir aber hier auch wieder raus, gell? Kann natürlich heimsausen schön. Kann das sein, dass wir schon Nacht haben? Jo, es ist gerade Übergang in die Nacht. Ah, dann würde ich jetzt sagen, Leute, machen wir einen Abflieger nach Hause. Mit eben der Mechanik, die wir gerade selber festgestellt haben, die uns da dabei hilft. Und dann flitze ich lieber nochmal separat rüber und mache nochmal oben rum die 2-3. Komm, das machen wir jetzt geschwind. Bis es richtig hell ist, können wir schon mal unseren Loot wegräumen. Die Stachellanze, Leute. So sieht die aus, guck mal, die sieht gar nicht schlecht aus, wie der Dreizack, den wir schon in einem anderen Spiel gesehen haben. Sehr gut,
Das heißt, ich kann die Dings loswerden, jetzt den alten Speer, ne? Der Chitinspeer hat 2028 und der Stachelspeer hat auch 2028, aber zusätzlich noch Giftschaden. 5% Crit. Ja, die kann ich raushauen hier, die brauche ich nicht mehr. Chitinspeer, Schuss. Du bleibst da. Reparieren, wenn wir jetzt wahrscheinlich viele Kosten haben. Da mache ich dann aber jetzt auch nicht lang drin. Wir gucken mal. Im Prinzip brauche ich Chitin. Ich brauche drei Chitin, ein Flügel, ne, drei Chitin, Harz, verfeinertes Holz. Machen wir das ganz kurz so. Verfeinertes Holz habe ich, glaube ich, keins mehr jetzt spontan. Das muss ich wieder. Und Chitin. Haben wir irgendwas, was ich hier rüber kann? Die Flügel, die wollte ich jetzt gerade zum Beispiel. Das kann rüber. Und Damm. Dann machen wir hier einmal ganz kurz. So, mir fehlen jetzt im Prinzip zwei verfeinerte Holz. Verfeinerte Holz waren da. Zwei Saatenöl. Es kann sein, dass ich da kurz vor muss. Ist aber nicht so schlimm. Zwei Saatenöl. Ich sehe zumindest keine. So, pass auf. Jetzt haben wir praktisch aufgewertet auf 15 von 42, die wir insgesamt brauchen. Ja, gut. Ich sag's mal, wie es ist, ne? Und dann tun wir jetzt mal hier die. Guck mal, wie viel Metall wir bekommen haben. Alleine dafür, guck dir das mal an. Ich hab's gar nicht geschnallt, wie viel das ist. Wahnsinn. Wieso hab ich denn das Harz jetzt hier? Und die Ameisenköpfe? Da mal zwei. Da fehlt uns jetzt noch ein Ameisenkopf. Jo, das kriegen wir hin. Ich spüre das, dass wir das hinkriegen. Hi, Spatzel. Ich brauche Saatenöl. Ein Nektar habe ich nur noch. Das fahre mich aber mal offscreen ran, ne? So, guck. Ein Saatenöl, ein verfeinertes Holz, ein Saatenöl, ein verfeinertes Holz. Und jetzt sollte ich normalerweise hier einmal komplett. Ach, zwei Eisensplitter waren es noch. Ich glaube, meine Maus geht langsam kaputt. Schon wieder. Zwei Eisensplitter. Ich glaube, die können wir uns erlauben. So. Man kann ja die Werkbank im Prinzip eigentlich mitnehmen und immer wieder reparieren, aber das ist mir so eine. Ich weiß auch nicht, es reißt mich halt raus. Ständig aufstellen, reparieren, wieder einpacken und so. Dann mache ich es lieber auf die Art, ne? So, delle Leute. Ich würde sagen, wir gehen nochmal eine Tour kurz los, oder? Ich guck mal, was ich noch loswerde hier. Bezüglich leere Taschenplätze wäre schon cool. Das haben wir, das haben wir. Die Lymphen, die brauchen wir jetzt erstmal nicht. Dann haben wir einen so einen Kronendeckel da gefunden. Dann haben wir hier einen Flügel, der rüber kann. Das ist eher Essenskiste. Dann würde ich mir hier den reinballern. Einmal kurz vor, gestärkt Zimmer, repariert Zimmer, dann können wir direkt los. Hallo. Ich tät sagen, Schwanenmagen. So, halt, da war auch das Fett drin. Da kannst du das Fett noch mit rüber machen. So, oder? Gehen wir nochmal kurz rüber. Den haben wir, die können wir ja auch nochmal raus. Ah, warte, ich habe gesehen, Kakerlakusfleisch. Da koche ich uns dann wieder was Feines. Hier, guck mal, wie viel wir davon jetzt schon haben, ne? Auch nicht schlecht. Auch nicht schlecht. So, wo waren wir denn jetzt eigentlich? Irgendwie in die Richtung, ne? So, Leute. Kleine Tour nochmal. Vielleicht kriegen wir noch ein, zwei Chitin. Rest hole ich dann vielleicht auch sogar offscreen. Warum auch nicht, ne? Wollen wir mal hier rüber fliegen? Gucken, ob sie da vielleicht schon sind. Ah, so eine Handvoll Kakerlaken. Hier ist schon nochmal. Demnächst holen wir uns mal den großen Käfer. Wahrscheinlich droppt der 40 Stück auf einen Streich. Das ist auf jeden Fall das Gebiet, ne? So, nach dem Außeneinloggen bin ich jetzt mal gespannt, ob sie gleich wieder da sind oder ob die ihre Zeit trotzdem brauchen. Muss ich jetzt auch mitnehmen ein bisschen, weil haben wir nicht so viel mehr. Wenn wir schon mal da sind. Ja, super, dann haben wir ja ein Rezept freigeschalten, unwissentlich. So, hier haben wir sie vorhin gefarmt, aber im Moment scheinen sie nicht da zu sein. Ne, sonst hätten wir sie auch schon gesehen, denke ich mal. Wenn nicht, laufen wir jetzt mal weiter dahinter. Dann wird sich das schon ergeben. Ne, da ist im Moment keine. Da sind graue Fliegen. Also die muss ich ganz ehrlich gestehen, die grauen Fliegen sind schon noch ein Nümmerle.
haben wir Ameisen, die brauchen wir auf jeden Fall. Einen Kopf noch. Dann hätten wir eine Hornisse. Dann gehen wir nicht ganz ohne Ding heim. War erstmal die Ameise schon klar. Magst du den Speer? Naja, nicht wirklich. Ist aber auch kein Problem. So, pass auf. Wenn wir das einmal so. Okay. Muss ich sagen, sehr angenehm. Sehr angenehm machbar im Moment. Yo, Baby, wen sehen denn meine schmalzigen Augen? Eine Lake. Mit etwas AA im Namen. Oh, doppelte Lake, Leute. Das könnte mit ein bisschen Glück unser Durchbruch sein. Helfen die sich gegeneinander? Oh, scheiße. Das sollte ich nicht machen. Es ist keine Schande, das Schlachtfeld zu verlassen, wenn du wiederkommst, gestärkt. Ich muss die einzeln pullen. Zwei sind, glaube ich, hier nur mal zu stark für mich im Moment. Die hat aber eine Reichweite wie Sau, Alter. Jetzt hat sie mich. Ja, jetzt hat sie mich. Jetzt war ich zu leichtsinnig. Die holen wir uns jetzt aber noch die zwei, bevor wir aufhören heute. Locker. Locker Schmocker. Grabstein markieren. Jo, aber dann merkt man wenigstens, dass wir noch nicht im Bass sind, weißt du? So, ich hoffe, ich kriege mein Zeugs da vorne jetzt wieder, ohne dass sie mich gleich anfällt und dann ist gut. Es ist halt jetzt sehr verlockend, die beiden zu machen noch, weil könnten mit ein bisschen Glück mal 12 Chitin mehr sein, als wir ursprünglich gedacht haben, heute zu haben. So, erstmal meine Sachen holen, dann einen Verband drauf, wenn ich meine Sachen sehe. Müsste da irgendwo jetzt sein, ne? Ja, ich sehe sie. Vorne ist auch die Kakerlake. So. Alles nehmen. Verbändle. Ich warte kurz, bis ich hochgetickt bin und dann pulle ich sie mir nochmal her. Der war super. So, jetzt aber. Ich hab sie. Gut, das waren jetzt nicht so viele Chitin, wie ich gehofft habe, aber weißt du was, ist auch egal. Wir haben mehr, als ich ursprünglich gedacht habe heute. Nee, du brauchst mich gar nicht in dein Nest locken wollen. Ich komme da nicht mit. Wo sind die jetzt hin? Da vorne ist auch noch eine, nehmen wir die. Ich glaube, es gibt gerade Sturm, Leute. Aber egal, die holen wir uns noch. Spatzel. Scheiße.
sind dann die Momente, wo ich denke, komm, das reicht noch. Ey, nochmal 7 Stück haben wir dazu bekommen. 7 Stück haben wir dazu bekommen. Also, jetzt habt ihr ja gesehen, wie ich das heute gemacht habe. Ich würde sagen, das mache ich jetzt einfach mal noch einmal offscreen. Und dann sind wir normalerweise in der Rüstung dran. Ich verarbeite auch schon mal unsere Metalle, soweit wie ich kann. Dann sehen wir auch, wie weit wir von den Waffen noch wechseln, von den nächsten. Ne? Die jetzt noch rüberkämen, das wäre super, weil dann hätten wir den Kopf auch noch. Der letzte, der uns fehlt, aber ich kann ja auch dann rüber. Den mache ich dann offscreen mit. Leute, jetzt haben wir sehr, sehr viel Mats besorgt. Wir haben sogar durch einen kleinen Zufall ein neues Rezept bekommen. Oh oh. Ich war nicht voll da. Jetzt bin ich aufkalt. Ein paar Schritte auf sie zugeht. Wenn sie so nach hinten läuft, dann triffst du fast jedes Mal, dann verlierst du auch nicht viel Leben. 10 nochmal. 10 Chitin. Sehr schön. Morgen gibt es Inventur für euch. Ich guck mal, was ich noch rangefahren bekomme. Und dann sollten wir mit ein bisschen Glück die Rüstung bauen können. Und dann können wir uns hier richtig ins Getümmel stürzen. Freue mich drauf. Bis morgen, Leute.